Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff tritt als Spitzenkandidat der CDU Sachsen-Anhalt bei der Landtagswahl am 6. Juni 2021 an. Der CDU-Landesvorsitzende Holger Stahlknecht begrüßt die Entscheidung. Personelle Kontinuität und Geschlossenheit sei wichtig. Dr. Haseloff habe auch als umsichtiger Krisenmanager in den schweren Monaten der Corona-Pandemie sehr großes Vertrauen der Bevölkerung in unserem Bundesland erhalten. Die Wahl des CDU-Spitzenkandidaten erfolgt auf einer Landesvertreterversammlung der CDU Sachsen-Anhalt am 21. November in Dessau-Roßlau. Auch der CDU-Landesvorsitzende Holger Stahlknecht und der Generalsekretär Sven Schulze wollen sich Ende Januar 2021 auf dem geplanten Landesparteitag wieder zur Wahl stellen. Dr. Rainer Haseloff begrüßt diese Entscheidung ausdrücklich und dankte den beiden und der Partei für die bisherige Unterstützung.